Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Flügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich mir ein großes Thema vornehme und Sie auch gleich um Verständnis bitte, weil es so umfassend ist und so komplex. Aber dennoch möchte ich es wagen, darüber zu sprechen, und zwar über die neue Ära, die tausendjährige Herrschaft, wie sie von der Heiligen Schrift, von den Vätern erklärt wird oder besprochen wird oder behandelt wird. Das ist ein schwieriger Punkt, weil es ja heute in der Theologie immer noch sehr verbreitet ist, die Existenz einer solchen Ära zu leugnen. Da kommt man sofort in den Verdacht des Millenarismus. Millennium, das sind 1000 Jahre im Lateinischen, und ein Millenarist macht eben eine Behauptung, er lehrt eine Periode von etwa 1000 Jahren oder einer längeren Periode auf Erden, wo Christus herrschen soll, angeblich im Fleische. Das hat die Kirche eindeutig verurteilt. Die Kirche hat also nicht verurteilt, dass es eine solche Ära geben wird oder geben kann. Die Kirche hat nur eindeutig verurteilt, dass Christus im Fleische zurückkommen wird auf die Erde, um mit den Gerechten über 1000 Jahre zu herrschen. Also diese fleischliche Anwesenheit Christi, so wie er damals vor 2000 Jahren im Heiligen Land gelebt hat, das hat die Kirche verurteilt. Also nicht die Möglichkeit einer Ära, einer solchen Ära des Friedens allgemein oder überhaupt oder nicht grundsätzlich. Und von dieser Ära möchte ich diesmal sprechen. Und ich sage kurz vorweg, in welcher Abfolge ich da vorgehen möchte. Zuerst möchte ich eingehen auf die Apokalypse selber, wo der heilige Johannes, der Apostel, von dieser Ära spricht, im Kapitel 20. Und dann auf diese Kritik des Millenarismus. Diese geht zurück auf vor allem auf den heiligen Augustinus, der damit keine Freude hatte. Wir sehen dann auch warum. Und dann gab es noch vor ihm Eusebius, einen Kirchenhistoriker, der eigentlich der Erste war, der seine Schwierigkeiten hatte mit dieser Annahme einer Ära des Friedens vor dem jüngsten Gericht. Und dann möchte ich Ihnen einige Zitate bringen aus den Kirchenvätern selber. Also zuerst die Kritik des Millenniums und dann die positiven Belege, die dafür sprechen, für das Millennium, dass so etwas kommen wird, also eine längere Herrschaft Christi mit den Gerechten auf Erden. Das bedeutet jetzt nicht, dass das genau 1000 Jahre sein müssen, aber eine längere Zeit des Friedens. Und die Kirchenväter haben das nämlich so gut wie einstimmig alle gelehrt. Und das sind so starke Belege, dass wir staunen werden, denn die Kirchenväter sprechen sogar von einer leiblichen Auferstehung, schon vor dem jüngsten Tag. Das scheint etwas ganz Unerhörtes zu sein. Also wenn es viele gibt, die die Ära akzeptieren können, wenn es Theologen gibt, die diese Ära unterstützen und Argumente dafür vorbringen, so sind es doch ganz, ganz wenige, die zu behaupten wagen, dass es sogar schon zu einer partiellen leiblichen Auferstehung kommt. Nämlich nicht erst am Ende, am jüngsten Tag, sondern schon vorher, und zwar zu Beginn der 1000 Jahre dieser neuen Ära. Und wir werden sehen, dass es wirklich, also ich persönlich bin absolut überzeugt, dass es wirklich so kommen wird. Und deshalb möchte ich unbedingt dieses Video mit Ihnen teilen, damit Sie selber sehen und hören können, was die Väter sagen, und zwar nämlich nicht nur einzelne Ausreißer oder Ausnahmen, sondern dass es so gut wie allgemein, bis auf wenige Ausnahmen, so gut wie allgemein der Glaube der Väter gewesen ist, dass es wirklich zu einer Auferstehung des Leibes kommen wird, schon vor dem jüngsten Tag, nämlich zu Beginn der tausendjährigen Herrschaft, zu Beginn der neuen Ära des Friedens. Und so möchte ich jetzt anfangen, wie gesagt, mit der Heiligen Schrift. Das Buch der Apokalypse, geschrieben von Johannes dem Evangelisten, im Kapitel 20. Und hier heißt es,
Es kommt ja die Herrschaft des Antichristen ist angekündigt und dann der Sturz, der Fall des Antichristen und auch des falschen Propheten. Beide werden in den See, in den Feuersee geworfen, der von Schwefel brennt. Und dann heißt es hier, Johannes sah einen Engel niedersteigen aus dem Himmel. Er hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und fesselte ihn auf 1000 Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, schloss zu und brachte ein Siegel darüber an, damit er nicht mehr die Völker verführe, bis vollendet sind die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden auf eine kurze Zeit. So sagt es die Heilige Schrift ganz klar. Und dann heißt es weiter, ich lese Ihnen das vor, damit wir das wirklich im Geiste haben, dass wir es einmal hören, was die Schrift sagt und wie klar sie das sagt. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Es wurden Throne errichtet und es setzten sich welche darauf. Es wird nicht hier gesagt, wer das ist. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, wegen des Zeugnisses für Jesus und wegen des Wortes Gottes, die weder das Tier und sein Bild angebetet, noch dessen Malzeichen auf ihre Stirn und ihre Hand genommen hatten. Also das sind genau jene, die unter der Herrschaft des Antichristen das Martyrium erlitten haben. Und beim Antichristen lesen wir ja in den vorangehenden Kapiteln ab 13 in der Apokalypse, dass der Antichrist verlangt dann das Kennzeichen des Tieres und man muss es entweder auf der Stirn oder auf der Hand tragen. Und das ist, also das sind die Märtyrer, die hier, die vor dieses Gericht gekommen, geführt werden, die eben unter dem Antichristen das Martyrium erlitten haben und getötet wurden. Und da muss ich jetzt hinzufügen, es heißt hier, die Seelen derer, die hingerichtet worden waren. Die Einheitsübersetzung übersetzt da deutlicher, nämlich mit enthauptet. Und das entspricht auch der ursprünglichen griechischen Fassung und der lateinischen Übersetzung, nämlich diese Seelen werden geköpft. Auf jeden Fall handelt es sich um die Märtyrer unter dem Antichristen, die, was ich jetzt hinzugefügt habe, die geköpft worden sind, die enthauptet worden sind. Und sie haben das Zeichen des Tieres nicht angenommen. Dann heißt es hier weiter, sie wurden lebendig. Also sie sind getötet worden und dann wurden sie wieder lebendig. Also das hat ja nur dann einen Sinn. Märtyrer, die physisch getötet worden sind, werden wieder lebendig. Das heißt, sie kommen wieder zum Leben. Das ist im leiblichen Sinne. Der klare Sinn zeigt hier, es ist im leiblichen Sinne zu verstehen. Und sie traten die Herrschaft an mit Christus für 1000 Jahre. Aber dann muss ich noch hinzufügen, lebendig im leiblichen Sinne. Damit will ich jetzt nicht behaupten, dass es sie wieder im Fleische leben werden, so wie es war, bevor sie getötet wurden. Das wäre nicht sinnvoll, denn die Märtyrer haben ja schon ihre Prüfung bestanden und sie sind praktisch, sie empfangen ihren Lohn, wenn sie vor dem Gericht stehen, vor dem Gericht Gottes und wieder lebendig werden, dann ist das ihr Lohn, nämlich nicht wieder so im Fleisch zurückzukehren, wie sie vorher waren, sondern in der Auferstehung des Leibes, in der Verklärung des Leibes. Das ist ihr Lohn. Und man kann das nur so deuten, sinnvollerweise, denn die Heiligen unter dem Antichristen haben dasselbe Los erlitten wie Christus. Die Kirche wird in ihrer Passion Christus nachfolgen. Er ist das Haupt der Kirche. Christus hat in seiner Passion als das Haupt der Kirche furchtbar gelitten. Er ist getötet worden, am Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden. Sein Leib, im Leibe ist er auferstanden. Und so ist es auch logisch und nur so sinnvoll, wenn jetzt die Kirche durch dasselbe Martyrium gehen wird und gehen muss, durch ihre Passion, so wie Jesus vorangegangen ist in seiner Passion. Es wird ein schreckliches Martyrium sein und daher werden auch die Märtyrer, die in diesem Martyrium
umkommen, also ihr Leben für Gott hingeben, für Christus hingeben, auch den Lohn empfangen, den Christus uns verdient hat, nämlich die Auferstehung des Leibes. Das nehme ich hier vorweg, diese Deutung. Und das ist etwas so Fundamentales und so Beglückendes und so stark, im Glauben stärkend, dass ich es Ihnen sagen muss. Und wir werden sehen, dass die Väter diese Deutung eben machen. Sie verstehen das eindeutig so. Denn es geht um das Martyrium der Kirche, um die Passion der Kirche, die jetzt vor uns liegt, unter der Herrschaft des Antichristen. So wie Christus das Haupt die Passion gelitten hat, wird die Kirche die Passion erleiden. Und das wird alles übertreffen, was bisher gewesen ist. Und deshalb bekommen auch diese Märtyrer eine ganz besondere Auszeichnung. Sie werden eben die Ersten sein, die die leibliche Auferstehung empfangen, als Lohn für einen solchen Heldenmut, eine solche Treue. Und dann heißt es auch hier ganz klar und eindeutig, also sie werden mit Christus herrschen für 1000 Jahre auf der Erde, ist hier gemeint. Und dann heißt es, die übrigen Toten wurden nicht lebendig bis zur Vollendung der 1000 Jahre. Also nur diese, die Märtyrer unter dem Antichristen. Und dann sagt die Apokalypse, dies ist die erste Auferstehung. Also damit wird die erste Auferstehung umschrieben und bezeichnet und definiert. Selig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Also diese erste Auferstehung wirklich so verstanden, dass auch der Leib eingeschlossen ist, nicht nur die Seele. Über sie hat der zweite Tod keine Gewalt. Der zweite Tod, das wäre der ewige Tod in der Hölle, der zweite Tod. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Und dann wird ein großer Sprung gemacht. Am Ende der 1000 Jahre, wenn diese vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Kerker, wo er eben durch den Engel gefesselt und angekettet wurde. Und er wird ausziehen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, also auf der ganzen Welt ist damit gemeint, den Gog und den Magog, um sie zusammenzuholen zum Kampf. Ihre Zahl ist wie der Sand am Meere. Und dann heißt es weiter, das lese ich auch noch vor, um es komplett zu machen. Und sie zogen herauf über die breite Fläche der Erde, also über die ganze Erde. Man hat sich hier die Erde noch vorgestellt als eine Scheibe. Vielleicht deshalb auch der Ausdruck, die breite Fläche der Erde. Und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Das ist eine Anspielung auf das himmlische Jerusalem, das schon auf die Erde kommen wird, um die Heiligen aufzunehmen, die mit Christus herrschen durch 1000 Jahre. Da heißt es eben, sie umzingelten das Lager der Heiligen. Die Stadt ist hier noch nicht definitiv errichtet, sondern sie ist noch in einem Zustand des Wachsens, der Errichtung. Deshalb das Lager, auf Lateinisch Castra, das ist in der also in der lateinischen Fassung des Neuen Testaments, Castra, das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Also deutlich ein Hinweis auf das himmlische Jerusalem, das schon zu Beginn der 1000 Jahre auf die Erde kommen wird, in einer Form, sagen wir, in der Anfangsphase. Und von da an, es kommt auf die Erde und wird dann erbaut, errichtet, verschönert, vergrößert, so sagen es die Kirchenväter. Also können wir auch daraus entnehmen, dass das himmlische Jerusalem nicht am jüngsten Tag so herunterkommen wird wie eine riesige, plötzlich das alles auf einmal, dass die Erde auf einmal völlig neu wird und umgewandelt wird, sondern dass es eine Periode ist, das 1000-jährige Reich, die Herrschaft Christi mit den Gerechten auf Erden, da geht eine Periode voraus, wo dieses Reich, das ewige Reich vorgebildet wird, es wird gestaltet, es wird geformt, es wächst. Und das ist sehr sinnvoll, diese Annahme, weil ja alles in diesem Sinne, es fängt klein an, es ist ein Keim, ein Samenkorn, es wird geboren und dann wächst es. Wir sehen das in der ganzen Schöpfung, bei allen Arten von Pflanzen. Wir sehen es bei uns selber, am Menschen, die Zeugung, die Geburt, also zuerst verborgen Wachstum bis zur Geburt, dann ein Heranwachsen, eine Entfaltung bis zur Fülle.
Es ist bei in allen Dingen, und so ist es auch im Himmelreich so, wir sehen das auch an der Kirche selber. Zuerst ist das Alte Testament durch Mose, die Vorbereitung auf die Kirche, dann die Geburt der Kirche durch Jesus, die Sakramente, die Taufe, und dann sehen wir wieder das Gleiche. Jeder einzelne Mensch wird getauft. Wenn er getauft wird, wächst er in der Gnade, so hoffen wir es, und kommt zur Vollendung. So ist es nur zu hoffen für jeden Einzelnen, dass er die Vollkommenheit schon auf Erden erreicht. Und dann kommt erst die ewige Vollendung. Und die Kirche in ihrer Ganzheit, die Kirchengeschichte, da sehen wir auch Samenkorn, Wachstum, Entfaltung, Kämpfe, Reinigung, Heiligung, Vollendung und dann am Schluss erst die ewige Gestalt der Kirche. Es ist alles in einem Wachstum, so haben es auch die Väter ganz allgemein verstanden. Die Kirche, die Gnade in den Einzelnen wie auch in der Gesamtheit der Kirche wächst, es ist ein Heranwachsen. Und dann am Ende, wenn alles auf der Erde noch in die Vollendung eingegangen ist, dann kommt erst die Umgestaltung, die Umwandlung am Ende in die Ewigkeit beim jüngsten Gericht. Also handelt es sich eindeutig um ein Wachstum, ein herangebildet werden. Und das sehen wir auch hier, dass das Lager der Heiligen eben durch die 1000 Jahre wächst. Und dann wird es eben am Schluss, kommt wieder der neue Angriff, Satan wird wieder losgelassen, der neue Angriff. Er will die Stadt der Heiligen vernichten, aber da heißt es, da fiel Feuer herab von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und dann wird der Teufel in den Feuersee geworfen, wo auch schon das Tier und der falsche Prophet sich befinden. Also seit Beginn der tausendjährigen Herrschaft sind ja das Tier und der falsche Prophet, der Antichrist und der falsche Prophet in diesem Feuersee. Und der Teufel wird am Ende der 1000 Jahre zu ihnen dann dazugeworfen. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Und dann kommt diese Umwandlung, das jüngste Gericht, alles vergeht im Feuer. Und es kommt dann das letzte Gericht, wo alles neu wird. Damit ende ich hier in der Heiligen Schrift. Da hat man einmal diese Grund, diese Basis, um die es jetzt geht. Eben diese tausendjährige Herrschaft, wie sie in der Heiligen Schrift berichtet wird. Und Daniel O'Connor, er sagt jetzt in seinem Buch The Crown of Sanctity, die Krone der Heiligkeit, über Luisa Picaretta, ganz wichtige Dinge, die so einleuchtend sind, dass ich sie Ihnen unbedingt auch weitergeben möchte. Er bringt hier auch, er zitiert hier auch das, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe. Und dann sagt er, da ist, also die Gesamtaussagen, er fasst das noch einmal zusammen. Die große Mehrheit der Leute, beinahe alle, wage ich zu sagen, die diese Worte lesen und noch keine andere Kenntnis von irgendeiner Auslegung, von einer Interpretation haben, würden unvermeidlich etwas sagen, so wie das, was jetzt folgt. Also wenn jemand diese Worte jetzt hört und noch keine Auslegungen darüber bekommen hat, der hat keine Bücher studiert, keine Akademiker, keine Gelehrten, keine Universitätsprofessoren, keine Auslegung. Einfach nur, wenn ich jetzt das lese und höre als jemand, der getauft ist, der im Stand der Gnade ist, der Unterweisung hat, Katechese genug, um das verstehen zu können. Einfach mit diesem gesunden Glaubenssinn, mit diesem Verständnis, mit dem Hausverstand eines Christen, der im Stand der Gnade ist. Er würde das so ungefähr sagen. Ich kann sicherlich jetzt nicht die ganzen geheimnisvollen Details ausmachen und deuten, würde diese Person sagen. Aber das, was mir ganz klar scheint in diesem Abschnitt, spricht von einer Fesselung des Teufels für 1000 Jahre, also unter Anführungszeichen für eine Zeit, die bezeichnet wird mit 1000 Jahren. Also der Teufel wird unwirksam gemacht. Und eine Art von glorreicher Ära der Herrschaft Christi mit den Heiligen, die auf die Erde kommen, während dieser Herrschaft. Also eindeutig nicht nur, dass Christus herrscht mit seinen Heiligen, sondern er wird es wirklich auf Erden tun, mit den Heiligen, die auf die Erde kommen, um diese Zeit dort zu herrschen. Und dann danach eine kurze Zeit, wo der Teufel wieder losgelassen wird. Aber Gott wird ihn sofort vernichten mit Feuer vom Himmel.
wenn er die Heiligen angreift. Sobald er es wagt, sobald er sich daran macht, die Heiligen anzugreifen, wird er von Gott selber vernichtet. Und dann wird er in der Hölle für immer die Qualen leiden. Und dann folgen also das endgültige, das letzte Gericht und die Auferstehung. Und das wird dann das Ende der Zeiten sein. Also wirklich das Ende der Zeit, wo jegliche physische Form der Schöpfung aufhören wird. Also die Zeitrechnung, weil alles verzehrt wird im Feuer und umgewandelt wird in die Ewigkeitsgestalt. So ungefähr stellt sich das jeder vor, der einen der Katechismus bekommen hat und im Gnadenstand ist, ohne jetzt ein Komitee von Schriftgelehrten zu benötigen, um diese Auslegung, diese Deutung herauszulesen. Also ein ganz normaler Christ mit Hausverstand, und das nennen wir den klaren Schriftsinn. Also nicht den buchstäblichen, das unterscheidet Daniel O'Connor hier. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt die Worte verstehen, so buchstäblich, das wäre irreführend. Wir müssen also nicht zum Literalsinn, also zum direkten Literalsinn zurückkehren, sondern zur Aussage, was möchte uns Gott damit sagen, zur Bedeutung, zur klaren Bedeutung, darum geht es jetzt. Dieser klare Schriftsinn, und den müssen wir suchen. Und das ist eindeutig, es geht hier um eine lange Ära des Friedens, wo Christus mit den Gerechten auf der Erde herrscht und der Teufel ist entmachtet. Das ist einfach offensichtlich und unleugbar klar. Und Daniel O'Connor befasst sich da ausführlich mit den Einwänden auch, die es gegeben hat, schon von früher Zeit an gegen diese Ansicht, obwohl es ganz klar in der Offenbarung des Johannes steht, eine tausendjährige Herrschaft Christi mit den Gerechten. Das ist eindeutig, das kann man nicht wegwischen. Und die Väter haben das auch geglaubt und bekannt, also ganz stark und mächtig bekannt. Bevor ich jetzt zu den Einwänden komme, möchte ich nur den Papst Benedikt, den 16. zitieren, der gesagt hat bei einer Generalaudienz 2010 am 10. März, die Kirchenväter betrachteten die sechs oder sieben Tage der Schöpfung als ein Narrativ, also eine Beschreibung für die Geschichte der Welt, der Menschheit. Also diese sieben Schöpfungstage waren für die Väter ein Symbol, eine Analogie für die Geschichte der Welt. Nämlich, sie haben das so verstanden, die sieben Tage repräsentierten sieben Perioden der Geschichte, so sagt es Papst Benedikt XVI. Also die sieben Tage repräsentieren sieben Perioden der Geschichte und später auch interpretiert als sieben Millennia, also siebenmal tausend Jahre, eine jede dieser Perioden ungefähr tausend Jahre, so hat man das sogar später auch interpretiert. Und Christus sollte dann am Ende eintreten in der sechsten Periode der Geschichte, also am Ende der sechsten Periode, und das wird dann gefolgt vom großen Sabbat Gottes, also dieser Sabbat, diese Sabbatruhe verstehen die Kirchenväter als der siebente Tag ist ja der Tag, an dem Gott ruhte, heißt es im Buch Genesis. Der siebente Tag in der Woche ist der Sonntag, das ist der Ruhetag, das ist der heilige Tag, an dem soll man ruhen und Gott die Ehre geben. Das ist alles ein Symbol, eine Analogie, ein Gleichnis für diese große Ära, diese Periode am gegen Ende der ganzen Menschheitsgeschichte, wo Gott auf der Erde ruhen wird unter seinen Kindern, unter den Heiligen und mit ihnen auf der Erde herrschen wird. So haben es die Kirchenväter gesehen. Der große Sabbat, die Sabbatruhe, der siebente Tag, die siebente Periode vor Beginn dann dieser ewigen Seligkeit, also dass die Schöpfung, die ganze Menschheit
die Kirche hineingeht in die Ewigkeit. Das wäre dann der achte Tag. So haben es die Kirchenväter gesehen. Also sieben Perioden auf der Erde. Der siebente Tag, eine Art Sonntag, Ruhetag, Friede zwischen Gott und den Menschen. Und dann der Abschluss, das wäre hier dann das jüngste Gericht. Und nach dem jüngsten Gericht dann alles wird alles umgewandelt in die Ewigkeit. So ist der große Bogen gesehen. Und es haben einige Kirchenväter sich auch dagegen geäußert, und zum Beispiel darunter der heilige Augustinus. Und der hatte eine ganz, ganz große Wirkung. Seine kritische Einstellung gegenüber dieser Ära des Friedens hatte zur Folge nämlich, dass man diese Lehre, die in den ersten Jahrhunderten sehr verbreitet war, bis hin zu Augustinus um 300, 350 oder noch später 430, Augustinus lebte 350 ungefähr bis 430. Nach ihm hat man das gemieden, dieses Thema, weil er hat diese Thematik nicht gemocht, aus einem einfachen Grund. Weil es sehr oft so ausgelegt wurde, diese Herrschaft Christi auf Erden mit den Gerechten, in einer sehr fleischlichen und irdischen Weise, mit Tafeln, mit Essen und Trinken, mit irdischem Überfluss. Und das hat ihm ganz und gar nicht gefallen. Daher hat er sich so deutlich dagegen gewendet. Und in seinen jüngeren Jahren, in den ersten Jahren, wo er gelehrt hat, hat er auch noch die Meinung der Kirchenväter geteilt von dieser tausendjährigen Herrschaft. Aber später dann, er hat verschiedene Stadien durchlaufen, verschiedene Ansichten darüber vertreten. Aber zum Schluss hat er sich eigentlich dagegen gewendet, obwohl er es nie ganz geleugnet hat. Das muss man sagen, und das hebt auch Daniel O'Connor hervor. Er hat dann, weil er keine Freude hatte mit diesen Kiliasten, also mit diesen Tausendjährlern, die alles so auf das Irdische heruntergezogen haben, hat er dazu beigetragen am Ende, dass man das überhaupt gemieden hat, weil sobald man darüber redet, gerät man schon in den Verdacht, ein Millenarist zu sein. Also, dass Christus auf die Erde zurückkommt im physischen Körper und dann in physischen Freuden, in irdischen Freuden schwelgt mit seinen Heiligen. Das ist völlig falsch. Und das hat natürlich Augustinus zu Recht abgewiesen. Und jetzt möchte ich eben eingehen auf diese Einwände des heiligen Augustinus und der Väter, auf ein paar Einwände, damit sie sehen, was da gesagt wurde, warum es dazu kam, dass man diese tausendjährige Herrschaft Christi auf Erden so kritisch angeschaut hat. Augustinus, ich gehe nur kurz darauf ein, dass es nicht zu verwirrend wird. Er sagte in der Stadt Gottes, das ist ein Hauptwerk von ihm oder das Hauptwerk, er sagte ganz klar, dieses Sabbat vom siebenten Tag, er sagt, das ist nicht, das kann man nicht verwerfen, wenn man glaubt, dass die Freuden der Heiligen in diesem Sabbat spiritueller Natur sind und daher aus der Gegenwart Gottes folgen. Also er lehnt das nicht total ab. Er sagt in seinem Buch Stadt Gottes ganz eindeutig, man könnte es nicht ablehnen, also man kann es akzeptieren, wenn geglaubt wird, dass diese Freuden nicht irdisch sind, sondern spiritueller Natur. Also seine einzige Sorge ist hier, dass es nicht so verstanden werden darf, dass es fleischliche Freuden sind. Also die Millenaristen seiner Tage, da hat er sich nur darum gesorgt, eben, dass es keine fleischlichen Freuden sein dürfen. Wenn man das spirituell versteht, kann man es akzeptieren. Und dann gibt es noch einen anderen Abschnitt, auch im Buch 20, der Stadt Gottes wie der Obige. Also er gibt allem Raum, dass Elias kommen wird, der Thespite, dass die Juden sich bekehren werden, dass der Antichrist kommen wird, um die Verfolgung loszutreten, dass Christus kommen wird, um das Gericht zu halten, dass die Toten auferstehen werden, die Guten und die Bösen werden getrennt werden und die Welt wird im Feuer vergehen und erneuert werden. Alle diese Dinge, sagt er hier, glauben wir. Sie werden kommen. Aber in welcher Ordnung, aber wie oder in welcher Ordnung,
das kann uns das menschliche Verständnis nicht vollkommen lehren. Also man weiß das nicht genau. Dass diese Dinge kommen werden, das leugnet er nicht, aber er sagt, er kann nicht sagen, wie und in welcher Ordnung. Das können wir Menschen nicht genau. Das kann nur die Erfahrung der Ereignisse selber uns lehren. Meine Meinung jedoch ist es, dass es in der Ordnung geschehen wird, wie er es gelehrt hat. Und er lehrt eben diesen Amillenniarismus. Also er hat sich gegen das Millennium gedreht. Also er hat im letzten Abschnitt seiner Lehrtätigkeit gesagt, das Millennium, dieses siebente Millennium, diese Ära des Friedens, deutet er als die Periode von der Menschwerdung Christi an bis zum Ende der Zeiten, bis zum jüngsten Gericht. Also da bleibt nichts übrig von einer Ära des Friedens. Er hat das Millennium zuletzt so gedeutet, es beginnt mit der Menschwerdung Jesu in Bethlehem, in Nazareth, in seinem öffentlichen Wirken. Und dann ist er gestorben, dann ist er auferstanden. Und dann die ganze Zeit der Kirche, also er identifiziert das mit der Periode, wo die Kirche auf Erden existiert. Also Menschwerdung Jesu bis zum Ende, zur Vollendung der Kirche. Das sind inzwischen ja 2000 Jahre. Und das ist für ihn im letzten Abschnitt seiner Lehrtätigkeit, dass diese Ära des Friedens. Und er legt das so aus, es heißt ja in der Apokalypse, der Teufel ist angekettet. Er legt das so aus, dass der Teufel weniger Macht hat als früher, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, bevor die Kirche auf der Erde gestiftet worden ist. Und Daniel O'Connor sagt zu Recht, das ist eigentlich nicht haltbar, diese Auslegung des heiligen Augustinus. Er ist ein Heiliger, aber wir haben inzwischen 2000 Jahre, die vergangen sind, und verschiedene andere Gründe, die einfach zeigen, dass diese Art der Auslegung nicht ganz, einfach nicht passen kann. Und dann möchte ich noch kurz hinweisen auf einen anderen Kirchenhistoriker oder geistlichen Historiker der frühen Zeit, auf Eusebius von Caesarea. Da beziehe ich mich auf Josef Januzzi, die Herrlichkeit der Schöpfung. Januzzi hat das ja ganz wunderbar aufgeschlüsselt und detailliert beschrieben in diesem Werk. Da hat er auch Eusebius erwähnt. Er war der erste Vertreter, der erste Gegner des Millenniums. Und er sagt auch hier zu Recht, das ist eine Schwierigkeit, die überwunden werden muss, weil mit Eusebius dieser ganze Krieg oder Kampf um diese tausendjährige Herrschaft begonnen hat. Eusebius war vor Augustinus, er lebte 263 bis 340, also ungefähr 100 Jahre vorher. Augustinus war um 350 bis 430, Eusebius 100 Jahre früher. Eusebius war kein Theologe, das sagt auch die Kirche eindeutig. Er hat sich nicht qualifiziert als Theologe. Warum? Weil er arianische Irrtümer, einige Irrtümer, gravierende Irrtümer aufgenommen hatte und gelehrt oder vertreten hat. Er hat geleugnet, dass der Vater und der Sohn eines Wesens sind. Er hat also die Gottheit des Sohnes geleugnet, wie Arius. Er hat auch die Gottheit des Heiligen Geistes geleugnet. Er hat ihn als Geschöpf betrachtet. Und er hat die Verehrung von Bildern Christi verurteilt. Es war damals diese Tendenz oder diese Bewegung der Ikonoklasten, das heißt die Bilderzerstörer. Man wollte keine Bilder von Gott. Da hat man gemeint, das wäre heidnisch. Und Eusebius ist auch dieser Idee angehangen, während sich dann aber die Wahrheit durchgesetzt hat, nämlich die Ikonodulia, also die Ikonodulen, das ist die Verehrung der Bilder. Die Bilderverehrung hat sich dann durchgesetzt. Das wurde von einem Konzil definitiv entschieden. Ich weiß jetzt nicht, welches es war, möglicherweise Nicea, aber ich behaupte es nicht, es ist mir jetzt alles nicht so präsent. Auf jeden Fall hat er gravierende Irrtümer gehabt. Eben, er hat den Sohn nicht als Gott anerkannt, auch nicht den Heiligen Geist, und er hat die Bilderverehrung Christi bekämpft. Wobei eben ein Konzil dann aber diese Verehrung der Bilder eindeutig als rechtens entschieden hat. Und die Ikonoklasten, diese Idee der Bilderzerstörung, das hat sich dann aufgehört. Das war ein Irrtum. Es entspricht der Ehre Gottes, dass wir auch sein Bild verehren. Also da sehen wir, dass Eusebius sich nicht als Theologe qualifiziert hat.
Und er hat auch nämlich die Kirchenväter, die ja schon vom ersten Jahrhundert an gewirkt haben, gleich anschließend an die Apostel, er hat die Kirchenväter einfach falsch verstanden. Eusebius hat die frühen Kirchenväter falsch aufgefasst, über die Ära des Friedens, also eine falsche Meinung gehabt. Völlig falsch, sagt sogar Joseph Januzzi. Und das ist aus seinem Werk eindeutig zu entnehmen, aus seinem dritten Buch, wo er den Papias war ein ganz früher, er war schon um 130 nach Christus. Er kannte den heiligen Johannes, den Apostel selber, Papias. Er war mit den Aposteln noch, er hatte noch Berührung mit Johannes, dem Apostel, und bezog sich direkt auf die Apostel selber. Und es war ein Heiliger, der heilige Papias. Und den hat Eusebius völlig falsch verstanden. Er hat ihm unterstellt, ein fleischliches Millennium zu predigen. Also nach der Auferstehung des menschlichen Fleisches, sagt Eusebius, soll es eine irdische Regentschaft Christi geben. Also Auferstehung des menschlichen Fleisches, da komme ich ja nachher noch einmal darauf, und das ist ja für mich wie eine Bombe und müsste eigentlich für alle sein, denn es kommt wirklich zur Auferstehung des Fleisches, aber nicht wieder im Fleisch, wie es vorher, wie wir es jetzt sind, sondern eben in der Auferstehungsgestalt, so wie Christus nach der Auferstehung ja nicht mehr im Fleisch, sondern in der Verklärung gekommen ist und den Aposteln erschienen ist. Und Eusebius hat das eben falsch gedeutet. Eine irdische Regentschaft Christi, und da leben die Menschen in Jerusalem für 1000 Jahre, also alles ganz literal, buchstäblich, hängend am Buchstaben und dem Hochzeitsfest ergeben, liturgischen Feiern, also Gelüsten des Fleisches, Neigung zum Vergnügen, das ist alles fleischlich, Bankette, also wo sich die Tafeln biegen von Essen und Trinken. So hat er das gedeutet. Und da ist sicher ein Zusammenhang mit den frühen jüdischen Konvertiten, sagt Januzzi auf Seite 38 in seinem Buch, weil diese Meinung tatsächlich bei den frühen jüdischen Konvertiten verbreitet war. Die haben das ganz irdisch verstanden. Und die Juden hängen ja, oder sie hingen, ich will da jetzt kein Vorurteil, aber es ist einfach ein Faktum, dass die Juden sehr gehangen sind an Buchstaben. Jetzt haben sie das auch an Buchstaben so verstanden, statt es allegorisch zu sehen, also bildhaft, symbolhaft, wie es eigentlich gemeint war. Jetzt haben die das wirklich buchstäblich verstanden im Fleisch und mit Essen und Trinken. Und Eusebius hatte von daher vielleicht auch dieses Vorurteil gegen Papias. Und die frühen Lehrer haben eben sich bemüht, diese Häresie zurückzuschlagen. Und jetzt war Eusebius vielleicht auch in diesem Übereifer, er hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und er hat es nicht vermocht, die vollständigen Werke des Papias über die tausendjährige Ruhe zu veröffentlichen. Er hat nur Fragmente übersetzt und hat gesagt, es gibt nur Fragmente. Also er hat getan, als ob es nur Auszüge und Bruchstücke von seinen Schriften geben würde. Er hat aber zugegeben, er hat es nicht so zusammengebracht. Er hat es eigentlich nicht zusammengebracht, alles zu übersetzen. Und er hat eben einen ganz falschen Verdacht geäußert gegen Papias. Es würde in körperlicher Weise sein. Später hat man dann Eusebius eigentlich auch aufgedeckt. Der heilige Hieronymus hat das aufgedeckt, dass Eusebius dem Papias Unrecht getan hat. Aber ich lasse es hier so stehen, das ist einfach dann zu viel. Papias lebte eben von 70 bis 155 nach Christus. Er war Bischof von Phrygien. Er war selber Zuhörer des Apostels Johannes. Und er hat sich also wirklich ganz gewissenhaft und sorgfältig nach seinen Worten orientiert und an ihn gehalten. Und es wird auch festgehalten, dass Johannes ja die Worte des Herrn selber gehört hat, wie Jesus, der auferstandene Christus, über das Reich zu ihm gesprochen hat. Also das sind ganz zuverlässige Worte, die auf Johannes den Apostel zurückgehen. Papias hat sich auf den Apostel Johannes berufen und Johannes wiederum hat das direkt selber vom Herrn gehört.
Und so sagt Papias auch in seinen Schriften, er hat ganz gewissenhaft auf die Äußerungen der Presbyter gehört. Und die Presbyter, das sind die Ältesten, also die, so ein kleiner Kreis von erleuchteten, auserwählten, weisen Männern, die die Gemeinde geführt haben, die Urgemeinde der Christen. Und Papias hat ganz sorgfältig nach den Aussagen der Presbyter gefragt und geforscht. Und das, wer waren die Presbyter? Das ist eindeutig nicht irgendein Freundeskreis oder Bekanntschaften der Apostel, sondern direkt die Apostel selber, weil er hier sagt, Andreas, Petrus, Philippus, Thomas, Jakobus oder Johannes oder Matthäus oder was irgendein anderer der Herrenjünger sagte. Also eindeutig, er bezieht sich hier auf die Apostel. Und dazu muss ich sagen, wir wissen aus der Dogmatik, das ist dogmatisch gesichert, dass die Apostel, jeder einzelne von ihnen, die Gabe der Unfehlbarkeit besaß. Seit dem Pfingstereignis, wo der Heilige Geist auf sie herabgekommen ist, hatte jeder einzelne der Apostel die Unfehlbarkeit in der Lehre. Und jetzt sehen wir, Papias hat sich direkt auf die Apostel gestützt und nur auf diese Worte, ganz genau und getreu, was sie gesagt haben. Also Papias kann nicht falsch gelegen sein, wenn er gelehrt hat von der tausendjährigen Herrschaft Christi. Und er sagt eben, sein Reich, also das Reich Christi wird, wenn die Gerechten nach der Auferstehung von den Toten regieren werden, da sagt er auch, sein Reich wird praktisch das sein, wenn die Gerechten regieren, nach der Auferstehung von den Toten. Er sagt das auch, leibliche Auferstehung, das hat sonst keinen Sinn. Es ist klar hier zu verstehen, zu entnehmen für jeden mit Hausverstand, der christliche Unterweisung hat. Es ist klar zu entnehmen, man kann das gar nicht anders deuten, die Gerechten werden nach der Auferstehung von den Toten regieren. Was soll das sonst heißen? Und wenn die Schöpfung wiedergeboren wird und von der Knechtschaft befreit sein wird, da denkt man sofort an Römer Kapitel 8. Die Schöpfung seufzt, sie liegt unter, praktisch sie ist versklavt, sie ist in der Knechtschaft. Und der heilige Apostel Paulus erwartet ja auch im Römerbrief und auch an anderen Stellen die Befreiung der Schöpfung von der Knechtschaft. Und das ist eben genau in dieser tausendjährigen Herrschaft der Fall. In dieser Ära des Friedens wird die Schöpfung von der Sklaverei befreit sein, von der Knechtschaft unter dem Bösen. Sie wird wiedergeboren sein. Und da wird es einen Überfluss geben an Speise aller Art. Und die Erde wird fruchtbar sein, genauso wie die Ältesten sich erinnern. Also die Ältesten sind die Presbyter, das sind die Apostel selber. Es wird dann auch eine irdische Fruchtbarkeit geben. Das ist auch verständlich, wenn Christus mit den Heiligen auf Erden herrscht, den Heiligen in ihrer leiblichen Auferstehung, in ihrer leiblichen Verklärung. Das sind ein Paar, nicht alle, sondern die Märtyrer unter dem Antichristen. Diese werden auferstehen. Und das wird dann auf der ganzen Erde für die ganze Menschheit einen großen Segen bringen. Das ist auch eindeutig verständlich, logisch, dass die Erde dann überfließen wird an Fruchtbarkeit, an köstlichen Früchten. Das ist logisch. Das kann man nicht leugnen. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt alles heruntergeschraubt wird auf rein irdische Freuden und Vergnügungen. Denn die Quelle dieser irdischen Segnungen ist ja spirituell. Dass Christus wieder auf der Erde herrscht, aber nicht im Fleische, sondern in der Glorie. Und dann muss man auch festhalten, es wird wohl nicht die Glorie sein wie am jüngsten Tag, die für alle zu sehen ist, sondern eine andere Art der Herrschaft, eine Vorstufe. Ich sage nicht mehr dazu, weil man darüber nicht, ich traue mich da nicht, weil das einfach nicht so klar ist noch. Aber es wird wohl eine Art Vorstufe sein der ewigen Glorie dann nach dem jüngsten Gericht. Auferstandener Christus mit auferstandenen Gerechten auf der Erde in der Herrschaft über eine lange Zeit. Und die Erde wird natürlich dann in ihrer physischen, materiellen Natur, die weiter bestehen wird wie vorher, auch die Wirkung davon empfinden. Und da sehen wir auch die Schriften Luisas ganz übereinstimmend, denn bei Luisa, da springe ich jetzt herum, aber ich füge das jetzt ein, bei Luisa wird ja gesagt, die Gabe des göttlichen Willens führt zur Auferstehung der Seele. Das heißt, die Seele geht in den Stand der Glorie über, in das Leben der Seligen. Also die Seele lebt schon das Leben der Seligen auf der Erde. Eines fehlt ihr noch, die beseligende Anschauung.
aber von der Substanz her hat die Seele im göttlichen Willen schon den Stand der Glorie. Also das ist der erste Schritt, was die Gabe des göttlichen Willens bringt, nämlich den Stand der Glorie, die Auferstehung der Seele. Und dann erfolgt daraus natürlich der zweite Schritt, die Auferstehung des Leibes. Und so sagt Jesus auch in den Schriften von Luisa Picareta, beides wird sich aus der Herrschaft des göttlichen Willens auf Erden ergeben. Zuerst die Auferstehung der Seele, aber dann wird auch der Leib die wohltuenden Wirkungen erfahren, dass nämlich auch er Erleichterungen erfährt, das Verschwinden aller Übel des Leibes, heißt es in den Schriften von Luisa Picareta. Und ich folgere hier auch, wenn es jetzt bei der ersten Auferstehung schon vor, also zu Beginn der tausendjährigen Herrschaft, so kommt, dass die Märtyrer vom Tod auferstehen, dass hier dann auch schon die zweite Gabe einsetzen wird des göttlichen Willens, nämlich die Auferstehung des Leibes. Und Papias liegt also ganz richtig, wenn er eben sich auf die Jünger bezieht und von dieser tausendjährigen Herrschaft spricht. Die Gerechten werden nach der Auferstehung von den Toten mit Jesus herrschen. Die Schöpfung wird von der Knechtschaft befreit. Noch einmal wiederholt. Und der heilige Irenäus sagt, Papias von Hierapolis, ein Jünger, der dem Johannes lieb war, schrieb das Evangelium treu unter dem Diktat des Johannes ab. So hat Irenäus von Lyon gesagt, ein Nachfolger von Papias. Also hier haben wir es ganz deutlich, dass er ganz treu der Lehre des Evangeliums war. Und jetzt komme ich dann zu den Kirchenlehrern selbst. Also wir sehen Eusebius, das ist einfach, kann man nicht daran festhalten, das ist nicht haltbar. Die Einwände des Eusebius sind einfach nicht haltbar. Das sind voll falsch verstandene Vorurteile der Kirchenväter. Und bei Augustinus haben wir es auch gesehen, er hat diese neue Ära eigentlich aufgelöst in der ganzen Kirchengeschichte, von Anfang der Kirche bis zum Ende der Kirche. Das ist auch nicht haltbar. So können wir wirklich mutig und ohne Zweifel, ohne unsicher zu sein, ohne ängstlich zu sein, von diesem Millennium, von dieser neuen Ära des Friedens sprechen. Und Daniel O'Connor führt dann die Väter an. Das sind so starke Zitate, dass man wirklich nicht mehr anders kann, als zu glauben. Er sagt, auf jeden Fall glaubt er, dass es eine glorreiche Herrschaft des Friedens geben wird. Auch, vor dem Ende der Zeiten. Er besteht nicht auf dem buchstäblichen, auf der Gültigkeit von diesen Prognosen, die die Väter machen. Also er hängt sich jetzt nicht auf die Zitate der Väter, auch wenn, also er sucht jetzt keine zwingende Auslegung und keine sichere Auslegung der Väter, sondern er glaubt bedingungslos einfach daran, dass das kommen wird, weil das ja in der Offenbarung uns zugesichert ist. Und das kann man nicht leugnen, das kann man nicht umdeuten und wegdeuten. Das geht gar nicht. Das ergibt sich aus der Heiligen Schrift. Die Väter sind für ihn dann praktisch nur eine Art Unterstützung, eine Art Bekräftigung, aber nicht in Form eines Beweises. Wenn man da jetzt etwas findet, woran man sich stößt, dann sind die Väter vielleicht fragwürdig in den Augen mancher Leute, aber die Ära als solche, die kommt absolut sicher und unumstößlich. Das kann niemand aus der Welt schaffen. Die Ära kommt ganz sicher, so sagt er. Und jetzt komme ich zu Ihnen mit diesen Argumenten oder diesen Belegen von den Vätern, die ja direkt auf den heiligen Johannes zurückgreifen. Und Johannes selber hat es vom Herrn selber. Also es geht zurück auf Jesus selber, über Johannes dann auf die Väter und auch über die anderen Apostel. Ein jeder von ihnen hatte die Unfehlbarkeit, das ist dogmatisch gesichert, das betone ich noch einmal. Justinus der Märtyrer, da ist ein Zitat bei Januzzi und bei Daniel O'Connor. Ich nehme jetzt von beiden etwas heraus, weil es dann noch stärker wird. Daniel O'Connor zitiert den Ausschnitt, wo er beginnt: Ich und jeder andere rechtgläubige Christ fühlt sicher,
dass es eine Auferstehung des Fleisches geben wird. Also stärker kann man das gar nicht sagen. Daniel O'Connor sagt dann gleich dazu, der heilige Justinus, er war ein Märtyrer. Er hätte diese Sichtweise nicht kraftvoller ausdrücken können. Wenn nämlich ein Kirchenvater, ein Vater der Kirche, so beginnt eine Lehre, ich und jeder andere rechtgläubige Christ fühlt sicher, dann muss jeder Christ aufmerksam werden und Acht geben. Das ist mit einer solchen Autorität gesprochen, mit einer solchen Sicherheit, dass es einem Dogma gleich kommt oder sehr nahe daran, sehr nahe daran. So beginnt der Ich und jeder andere rechtgläubige Christ fühlt sicher, dass es eine Auferstehung des Fleisches geben wird, gefolgt von 1000 Jahren in einer wieder aufgebauten, verschönerten und vergrößerten Stadt von Jerusalem. Also nicht jetzt geografisch Breitengrad und Höhen, Längengrad und Breitengrad die Stadt Jerusalem in Israel, das meint er hier nicht. Es ist die göttliche, die von Gott herabkommt, vom Himmel herabkommt, das himmlische Jerusalem. Also eine Auferstehung des Fleisches, das glaubt er ganz sicher, gefolgt von 1000 Jahren in einer wiederaufgebauten, verschönerten, vergrößerten Stadt von Jerusalem, wie es angekündigt wurde von den Propheten Ezechiel, Jesaja und anderen. Ein Mann unter uns mit Namen Johannes, einer der Apostel Christi, empfing diese Worte und sagte voraus, dass die Jünger Christi in Jerusalem für 1000 Jahre wohnen würden und dass es danach zur immerwährenden Auferstehung zum Gericht kommen würde. Also ganz eindeutig, das ist der Kern dieser tausendjährigen Herrschaft, dieser Ära des Friedens, dass Jesus wiederkommt und die Gerechten auferstehen werden im Fleisch und für 1000 Jahre unter Anführungszeichen in dieser himmlischen Stadt wohnen. Diese Stadt wird hergerichtet sozusagen, sagen auch andere Kirchenväter, für als Bleibe, als Wohnstätte für die Heiligen, die auferstanden sind. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen etwas dazu machen von Iannuzzi, von Dr. Joseph Iannuzzi. Er hat diesem Zitat auch noch die vorangehenden Sätze beigefügt. Der heilige Justinus sagt nämlich in dieser Schrift Dialog mit Trypho, bevor er dann sagt, ich und jeder andere rechtgläubige Christ fühlen sicher. Da hat er ganz stark gesprochen und das möchte ich Ihnen auch noch kurz sagen, weil man sieht, mit welcher Entschiedenheit, mit welcher Überzeugung er das vermitteln wollte, damit das Ja auch von den Lesern und von den Hörern angenommen und akzeptiert wird. Er hat ganz starke Ausdrücke gebraucht. Der Tryphon hat ihn gefragt, ob er das jetzt wirklich glauben soll, wie er sagt. Tryphon hatte so auf die Art seine Zweifel und diesen Dialog hat er ja so gestaltet, eben um sagen zu können, um eingehen zu können auf die Zweifel, auf die Einwände, die in seiner Umgebung verbreitet waren. Also zur Zeit des Justinus gab es offenkundig Unsicherheiten und Zweifel. Man hat es gar nicht gewagt, das so zu glauben, wie es verheißen worden ist vom Herrn über die Apostel. Und darum hat er so kraftvoll da gesprochen. Und er sagt, Tryphon, ich bin nicht so erbärmlich, dass ich anders rede, als ich denke. Also das, was ich sage, das glaube ich auch. Er gebraucht nicht irgendwelche Worte, um die Leute dann irre zu führen, in eine falsche Richtung zu führen, jetzt von einer tausendjährigen Herrschaft zu sprechen, wo Christus herrscht mit den auferstandenen Gerechten. Er würde das nicht sagen, wenn er das nicht auch so denkt und so glaubt. Also ich bin nicht so erbärmlich, dass ich anders rede, als ich denke. Ich habe das nun schon früher dir erklärt, dass die Zukunft sich so gestalten wird. Also das ist sein fester Glaube. Er bekräftigt das. Und dann sagt er eben leider, dass aber auch unter den Christen der reinen und frommen Richtung viele diese Anschauung nicht teilen, habe ich dir angedeutet. Also darum geht es ihm hier, um die Christen, die auf dem guten Weg sind, die rechte Auffassung haben. Auch bei denen sind viele, die das nicht so teilen, die das nicht so glauben können. Und es geht ihm genau darum, dass die rechtgläubigen Christen kapieren und begreifen, dass es genau so ist, wie er sagt.
Er hat das schon früher angedeutet. Denn diejenigen, ja, ich habe es dir schon gesagt, jene, welche von Christus, von den Christen nur den Namen haben und gottlose, ungerechte Heretiker sind, tragen stets blasphemische, gottlose und unsinnige Lehren vor. Und damit meint er Heretiker, gottlos, blasphemisch, unsinnig. Damit meint er all jene, die das, was er glaubt hier, was ich jetzt gesagt habe, die das nicht annehmen, die das nicht glauben, die das leugnen. Das sind für ihn Heretiker, das sind blasphemische, gottlose Leugner, Heretiker. Wenn ihr zusammenkommen solltet mit solchen, die sich Christen nennen und obige Anschauung nicht teilen, also was ich gerade gesagt habe, eben was er lehrt, dann soll man das eben nicht akzeptieren. Und dann sagt er, ich aber und die Christen, soweit sie in allem rechtgläubig sind, wissen, dass es eine Auferstehung des Fleisches gibt und dass dann die 1000 Jahre kommen werden in diesem aufgebauten, geschmückten und vergrößerten Jerusalem. Was ich vorhin schon gesagt habe. Also hier sehen Sie wirklich, dass er das als eine ganz absolut solide, zuverlässige Lehre ansieht. Und wenn man das nicht glaubt, dann ist man ein Heretiker, dann ist man gottlos, dann glaubt man unsinnige Lehren. So stark betont er hier das. Deshalb lese ich Ihnen das vor. Er war so überzeugt und so sicher. Und er sagt auch hier in seinen Schriften ferner, also einer, der bei uns war, er hieß Johannes und gehörte zu den Aposteln Christi, also Johannes der Evangelist. Er hat in einer Offenbarung, das ist die Apokalypse, er hat prophezeit, die, welche an unseren Christus glauben, werden in Jerusalem 1000 Jahre verbringen. Und dann eben am Schluss kommt die allgemeine ewige Auferstehung. So hat er das ganz, ganz fest geglaubt. Ich bringe noch ein paar Beispiele, wo man sieht, wie eindeutig. Also Justinus hat das mit einer solchen Kraft verteidigt, dass man es nicht stärker tun könnte. Er hat jene, die daran zweifeln, die das nicht glauben, als Heretiker betitelt. Tertullian hat das auch gelehrt, unter anderem. Es gibt dann den Barnabasbrief, es gibt den heiligen Irenäus, Lactantius und andere, die genau das Gleiche gelehrt haben. Tertullian sagt, wir bekennen, dass ein Reich verheißen ist auf Erden, also vor dem Himmel, das kommt vor der Himmel, vor dem Himmel, nur in einem anderen Zustand der Existenz. Es wird nach der Auferstehung für 1000 Jahre bestehen in der göttlich errichteten Stadt von Jerusalem. Also auch eindeutig eine Auferstehung der Gerechten. Bei Januzzi ist das noch ausführlicher. Lactantius, Tertullian. Tertullian, ich möchte das jetzt noch einfügen, er lebte von 155 bis 240 nach Christus. Und er galt als der gebildetste Mann seiner Tage. So hoch wird er gewertet. Er galt als der gebildetste Mann seiner Tage. Das war sicherlich die Meinung des heiligen Hieronymus, selbst ein Mann von unermesslicher Belesenheit. Und in seiner Abhandlung gegen Martion ruft Tertullian die Lehren des heiligen Johannes, die Lehren des Papias und von Justinus dem Märtyrer, von Irenäus und vom Barnabasbrief über die Ära des Friedens in Erinnerung. Also Tertullian spricht hier ganz unzweideutig. Es ist uns ein Reich auf Erden verheißen, aber vor dem Eintritt des Himmelreiches und in einem anderen Zustand. Also bevor das Himmelreich beginnt, bevor wir in den Himmel eintreten oder bevor die Heiligen in den Himmel eintreten und in einem anderen Zustand, also eine Zwischenstufe ist da verheißen, sagt er. Ein Reich auf Erden, das ist noch vorgelagert vor dem Himmel, aber auch in einem anderen Zustand als jetzt, nämlich der Stadt Jerusalem göttlichen Ursprungs, welche auf 1000 Jahre nach der Auferstehung
vom Himmel herabgebracht wird. Also auch hier die Auferstehung der Märtyrer, gemeint die Auferstehung dem Leibe nach. Ich kann das nicht anders verstehen, das muss ich wirklich gestehen, auch wenn es dann Kritiken geben sollte. Von dieser Stadt behaupten wir, dass sie von Gott vorsorglich hergerichtet sei zur Aufnahme der Heiligen bei der Auferstehung. Und da ist auch ein Hinweis zu sehen, die Heiligen werden ja leiblich auferstehen und da brauchen sie sozusagen eine Unterkunft oder eine Bleibe. Das ist ja nicht mehr irdisch. Wenn sie im Leibe auferstehen, dann ist es nicht mehr irdisch. Und da ist dann diese Stadt für sie die Wohnstätte. Das ist wie eine Keimzelle des himmlischen Jerusalem, das dann eben heranwächst und gebildet wird. Das ist die Ansicht der Väter. Es kommt alles zu einem, beginnt alles keimhaft mit einem Samenkorn und wächst und wird herangebildet. So auch diese Stadt. Und diese himmlische Stadt ist hergerichtet zur Aufnahme der Heiligen bei der Auferstehung, um dieselben mit der Fülle aller geistigen Güter zu erquicken. Also da sehen wir auch ganz klar, es geht nicht um materielle oder um irdische Güter, es geht um geistige Güter. Denn in der Auferstehung des Fleisches, in der Verklärung, lässt ja der Mensch alles, was irdisch ist, hinter sich. Die Seele ist auferstanden, schon vorher. Und dann ist auch jetzt der Leib auferstanden. Da gibt es keine irdischen Vergnügungen mehr. Das ist alles vorbei. Es gibt nur mehr geistige Güter. Und er sagt, denn es ist recht und gotteswürdig, dass seine Diener an dem Orte, wo sie um seines Namens willen gelitten haben, auch frohlocken, also auf der Erde. Das geht auch hier eindeutig hervor. Wo sie gelitten haben um Christi willen, dort werden sie auch frohlocken. Also das himmlische Jerusalem, diese Stadt, kommt wirklich auf die Erde herab. Das ist hier auch gesagt. Solche Bewandtnis hat es mit dem himmlischen Reiche. Also es ist wirklich ein Reich auf Erden, obwohl himmlischer Natur. Das ist ein Geheimnis. Nach dessen tausendjähriger Dauer, sagt er hier, in welchen Zeitraum die Auferstehung der Heiligen einzuschließen ist, dann kommt auch eine interessante Aussage und ich riskiere sie hier, obwohl das auch viel vielleicht Kritik oder Anfeindung oder solche Dinge hervorrufen mag. Ich riskiere es einfach. Er bringt diesen Gedanken, den habe ich nur bei Tertullian gefunden, diese Lehre, nämlich, dass das himmlische Reich 1000 Jahre dauert, das ist ja nicht nur er allein, sondern das sagen alle so, da ist die Auferstehung der Heiligen einzuschließen. Und da sagt er etwas, was eben nur hier zu finden ist. Die Auferstehung der Heiligen wird nämlich je nach ihren Verdiensten früher oder später sein. Sie werden je nach Verdienst früher oder später auferstehen. Er meint hier offensichtlich, dass die Märtyrer unter dem Antichristen die Ersten sein werden, die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung beginnt mit den Märtyrern unter dem Antichristen und dann folgen auch die Heiligen, die anderen Heiligen, dass auch sie schon die Auferstehung des Leibes empfangen, je nach Verdienst, früher oder später. Und das geht dann so durch die ganzen 1000 Jahre. Während dieser Zeit setzt sich das fort. So, ich kann das nicht anders deuten, denn Tertullian, der es so formuliert. Und dann sagt er, sie werden auferstehen, früher oder später. Und dann werden wir, nachdem sich die Zerstörung der Welt und der Brand des jüngsten Gerichtes vollzogen hat, also das ist dann am Ende der 1000 Jahre, die Welt wird zerstört, das heißt, sie wird im Feuer aufgehen und umgewandelt. Sie wird nicht vernichtet, sie wird umgewandelt. Nach dem jüngsten Gericht werden wir in einem Nu in die engelhafte Substanz verwandelt. Durch die bekannte Überkleidung mit der Unsterblichkeit. Er bezieht sich hier eindeutig auf den heiligen Paulus, 1 Korinther 15, wo er sagt, das Sterbliche wird mit Unsterblichkeit bekleidet, das Verwesliche mit Unverweslichkeit. Es ist eine Überkleidung. Dann werden wir in das himmlische Reich versetzt werden. Vorher diese tausendjährige Ära, diese Periode der Vollendung auf Erden ist ja noch auf Erden. Es ist schon dem Himmel ähnlich, es ist schon in der Auferstehung des Leibes, aber doch noch auf der Erde. So deuten es die Väter. Die Stadt ist ja das Lager der Heiligen, befindet sich ja auf der Erde. Das ist nicht widersprüchlich, wenn man bedenkt, dass nach
der Reinigung der Erde in diesem tausendjährigen Reich, in dieser Ära des Friedens, der Himmel und die Erde sich viel stärker annähern werden, eine viel engere Verbindung eingehen werden, also viel stärker kommunizieren werden als jetzt. Und da sehen wir auch bei Luisa Hinweise, wo es heißt, man wird die Musik des Himmels auf der Erde hören, wirkliche Musik, Marschmusik, da gibt es Zitate. Oder man wird in den Himmel hineinschauen können. Es wird wie viele Spiegel oder Öffnungen geben im Himmel, wo die Seelen, die Menschen auf der Erde hineinschauen können in den Himmel und sehen können, was die dort oben machen. Das ist alles bei Luisa zu lesen. Das sind eigentlich nur Hinweise darauf, dass sich Himmel und Erde viel stärker annähern werden, in einer viel stärkeren Einheit befinden werden als jetzt. Und so ist das auch irgendwie schlüssig, wenn man annimmt, dass eine Art himmlische Stadt auf der Erde sein wird mit den auferstandenen Heiligen, die auf der Erde herrschen werden, weil ja der Himmel mit der Erde kommunizieren wird. Da gibt es so viele Prophetien, dass man sie gar nicht zählen kann, wie die Engel und die Heiligen auf der Erde sein werden, um die Menschen zu unterweisen und zu lehren. Da gibt es eine ganz starke Kommunikation, ein Sehen des Himmels, ein Hören des Himmels, ein Sehen und Hören Jesu, Mariens, der Engel, der Heiligen. Das ist nicht unsinnig. Und dann möchte ich noch Lactantius erwähnen. Lactantius ist ein Schriftsteller. Er ist nicht heilig gesprochen, aber doch hat er ganz wertvolle Dinge aufgeschrieben. Cecilius Firmianus Lactantius, 250 bis 317 nach Christus. Er hat ein standhaftes Zeugnis abgelegt während der Verfolgungszeit. Und er hat in seinen göttlichen Unterweisungen diese Periode beschrieben, diese Ära des Friedens. Er sagt hier, wenn Gott die Ungerechtigkeit vernichtet hat und die Gerechten, die es von Anfang an gab, zum Leben erneuert hat, wird er sich 1000 Jahre unter den Menschen aufhalten und sie in überaus gerechter Herrschaft regieren. Dann werden diejenigen, die in ihren Körpern lebendig sind, nicht sterben. Also Lactantius sagt sogar, diejenigen, die in ihren Körpern lebendig sind, werden nicht sterben, sondern durch diese 1000 Jahre hindurch eine unendliche Menschenmenge zeugen. Und ihre Nachkommenschaft wird heilig und Gott teuer sein. Also das sind Aussagen, die, ich möchte da jetzt keine Deutung, keine abgeben, aber solche Aussagen gibt es bei den Vätern. Und er sagt auch, wenn die 1000 Jahre erfüllt sind, Lactantius, wird die Welt von Gott erneuert, der Himmel zusammengerollt und die Erde verwandelt werden. Also das ist dann das jüngste Gericht, der Feuerbrand, in dem alles umgewandelt wird. Und er sagt auch, wie Tertullian, Gott wird die Menschen so verwandeln, dass sie Engeln ähnlich sind und sie werden weiß wie Schnee sein und sich stets im Angesicht des allmächtigen Gottes aufhalten und ihrem Herrn in Ewigkeit opfern und dienen. Also das wird dann, zur selben Zeit wird sich jene zweite und allgemeine Auferstehung aller ereignen, in der die Ungerechten zu ewigen Martern auferweckt werden. Also am Ende werden die Menschen in die engelhafte Substanz verwandelt und das wissen wir aus der Heiligen Schrift selber. Jesus selbst sagt, sie werden nach der Auferstehung werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel. Das ist jetzt eine Fülle von Zitaten, die hoffentlich nicht verwirrend ist, aber ich möchte alles hinein verstauen in dieses eine Video. Sie können ja abschnittweise hören oder noch einmal hören, um sich noch einmal zu vergewissern, sollte sie jetzt diese Flut von Aussagen verwirren. Also die großen Kirchenväter haben alle gelehrt, dass die Heiligen, die Gerechten, auferstehen werden. Irenäus sagt auch ganz eindeutig, die Gerechten werden regieren nach ihrer Auferstehung von den Toten. Was soll das heißen? Es sagen viele,
Es ist ja schon viel, wenn man eine tausendjährige Herrschaft, eine Ära des Friedens unter den Theologen akzeptieren kann. Aber die meisten sagen, verstehen das dann im geistlichen Sinn, also auf spirituelle Art, aber nicht die Auferstehung des Fleisches. Das wird, ich finde das nirgendwo, außer bei Daniel O'Connor. Es gibt vielleicht Einzelne, die ich aber nicht, von denen ich nicht weiß. Daniel O'Connor vertritt das ganz klar, dass es eine Auferstehung des Fleisches geben wird. Und wir sehen das bei den Vätern, Irenäus eben auch. Die Gerechten werden regieren nach ihrer Auferstehung von den Toten. Und er bekräftigt auch, die Älteren, die Alten, die Ältesten, die Presbyter sind hier gemeint, die haben Johannes gesehen, den Jünger des Herrn. Sie haben überliefert, dass sie von ihm gehört haben, wie der Herr zu lehren es gelehrt hat in Bezug auf diese Zeiten. Also die Ältesten, die Presbyter, die Apostel haben von Johannes selber gehört, wie der Herr über diese Zeiten gelehrt hat. Also das geht auf Jesus Christus zurück. Also die Kirchenväter, die ich jetzt zitiert habe, das betont Daniel O'Connor hier, diese Zitate von den Kirchenvätern bringen nicht ihre eigene Meinung, sondern sie überliefern, was Johannes der Apostel selber, also was sie vom Johannes erhalten haben oder übernommen haben, empfangen haben. Und eben sie stammen, die Worte des Apostels Johannes gehen wiederum zurück auf den Herrn selber. Also da kann man kein größeres und stärkeres Zeugnis erhoffen als dieses. Als von Johannes, dem Autor der Offenbarung, der Apokalypse. Und das habe ich ja eingangs vorgelesen, was in der Apokalypse steht. Und Lactantius möchte ich noch kurz erwähnen. Er spricht sogar von einer Art Rückkehr zum ursprünglichen Zustand der Gerechtigkeit. Also Lactantius versteht das auch so, wie Jesus es bei Luisa Picaretta beschreibt. In der Ära des Friedens kehrt der Mensch zurück in den ursprünglichen Zustand der Gerechtigkeit. In dieser Art, in dieser Richtung. Also zum Schluss noch möchte ich Ihnen dieses mitgeben. Das ist nämlich auch wichtig zu unterscheiden. Eben, wir haben jetzt gesehen, es sind nicht alle Kirchenväter einer einzigen Meinung. Es gibt Augustinus, der sich dagegen geäußert hat, Eusebius, dann war auch Hieronymus und Origenes, die dagegen gesprochen haben, die dieses Vorurteil des Millenarismus schon in der Antike ausgesprochen haben. Deshalb macht jetzt Daniel O'Connor noch ein paar Bemerkungen, die ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben möchte. Wenn es eine allgemeine Überstimmung der Väter gibt, dann ist das wie ein Dogma zu verstehen und zu glauben. Bei einem völlig einhelligen Konsens der Väter. Das erste Konzil von Trient hält fest, es ist niemandem erlaubt, die Heilige Schrift in einem Sinn zu interpretieren, der sich gegen den einhelligen und einstimmigen Konsens der Väter richtet. Also wenn die Väter einstimmig, absolut einstimmig über etwas lehren, dann ist das einem Dogma gleich. So ist das die Lehre der Kirche. Und jetzt haben wir aber dieses Faktum, dass eben nicht alle, fast alle, beinahe alle, aber doch nicht alle diese einhellige Meinung haben, dass eine Ära des Friedens kommt, wo Jesus mit den Gerechten auf Erden regiert. Eben Johannes, Augustinus spricht dagegen, Hieronymus, Origenes und zuerst schon Eusebius. Eusebius ist kein wirklich qualifizierter Theologe. Ich möchte ihn jetzt nicht herabsetzen, aber man muss die Wahrheit sagen. Eusebius ist da gar nicht so von Gewicht, weit nicht so von Gewicht wie der heilige Augustinus dann später. Sie haben sich aber gegen das Millennium ausgesprochen. Und Daniel O'Connor hält jetzt fest, das ist für uns jetzt wichtig, dass wir trotzdem wirklich diese Dinge ernst nehmen können, diese Lehre der Kirchenväter. Wir können es trotzdem sehr ernst nehmen. Er sagt, es ist ein beinahe einstimmiger Konsens über diese Herrschaft unter den Vätern. Das dürfen wir nicht ignorieren.
Im Gegenteil, diese beinahe Einstimmigkeit ist extrem wertvoll. Und wir sollen sie als glaubwürdig betrachten im Verhältnis zu ihrer Annäherung an die Einstimmigkeit. Also dadurch, dass es nur ganz wenige sind, die da nicht übereinstimmen, können wir in demselben graduellen Verhältnis diese Meinung ernst nehmen, weil es doch fast alle waren, die so gedacht und geschrieben haben und so gesprochen haben, dürfen wir es als so glaubwürdig annehmen. Es sind eben, weil es nur ganz wenige sind, wenn es mehr gewesen wären, die da dagegen gesprochen hätten, dann wäre es noch weniger glaubwürdig. Aber weil es doch fast alle waren, die das geglaubt haben, dürfen wir es ernst nehmen. Und Eusebius können wir so gut wie ausklammern, weil es einfach total daneben liegt, was er gesagt hat. Und dann erwähnt er ein ganz starkes Argument. Daniel O'Connor bezieht sich auf Pius X., der heilige Papst. Er hat sich auch auf einen beinahe einstimmigen Konsens der Väter berufen. Und zwar bei einer seiner wichtigsten und wertvollsten Entscheidungen, nämlich der heiligen Kommunion, die man täglich empfangen darf. Er hat das ganz stark, er hat die Tür geöffnet dafür, für den täglichen Empfang der heiligen Kommunion für jene, die im Stand der Gnade sind. Das ist ein ganz, ganz großes Verdienst von dem heiligen Papst Pius X. Und genau hier in diesem Punkt hat er nämlich dasselbe getan. Er hat sich auf einen beinahe einstimmigen Konsens der Väter berufen. Und er zitiert hier Pius X. In seinem Schriftstück, in seinem Dokument über die häufige und tägliche Kommunion, den Empfang der heiligen Kommunion. Am 20. Dezember 1905 wurde das herausgegeben. Und da hat er ausdrücklich von den heiligen Vätern der Kirche gesprochen, die alle einstimmig lehren. Also hier hat er dieses beinahe nicht einmal angeführt. Er hat das ausgedrückt, die alle einstimmig lehren, dass das eucharistische Brot unsere tägliche Nahrung sein soll, so wie wir es im Vater unser erbitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und so können wir sagen, das ist jetzt nicht automatisch der Status eines Dogmas, weil es doch ein paar Gegenstimmen gegeben hat. Aber dennoch zeigt das eine ernsthafte Verpflichtung für das Gewissen eines Christen und sehr, sehr unwahrscheinlich im Irrtum zu sein. Also diese fast einstimmige Lehre der Kirchenväter ist eine ernsthafte Verpflichtung für unser christliches Gewissen und höchst unwahrscheinlich ein Irrtum, aufs Höchste unwahrscheinlich. Damit möchte ich jetzt schließen. Es ist ja schon eine Fülle von Zitaten gewesen. Ja, ich mache Schluss. Es kommen noch etliche andere Videos über Daniel O'Connor, über sein wirklich ganz, ganz wertvolles Werk und dieses Buch. Ich danke dem Himmel dafür, dass ich es in die Hände bekommen habe. Das war auch eine Fügung der göttlichen Vorsehung. Ich kann es nur so sagen, ich hätte dieses Buch nicht so genau studiert. Ich habe es zwar in digitaler Form schon heruntergeladen, man kann es oder konnte es aus dem Internet herunterladen, aber am Bildschirm kommt man gar nicht so, ich habe es nicht so genau angeschaut wie jetzt, wo ich es in Papierform in die Hände bekommen habe, dank der göttlichen Vorsehung. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen großen Gewinn bringt. Zum Schluss möchte ich noch hinzufügen, wenn wir jetzt wirklich glauben dürfen und fast müssen, dass es eine Auferstehung des Leibes gibt, schon zu Beginn der tausendjährigen Herrschaft, bei denen, die das Leben hingeben unter dem Antichristen, dann, ich möchte es Ihnen auch deshalb so eindringlich sagen, dann ist das für uns ein ganz starkes Motiv. Sollte jetzt in der nahen Zukunft, was ich stark annehme, eine furchtbare Christenverfolgung losbrechen, und sollten wir jetzt in diese Situation kommen, dass wir unser Leben für Christus hingeben dürfen, im Grunde genommen, dann dürfen wir sicher sein, dass uns diese Gnade zuteil wird, zu Beginn der tausendjährigen Herrschaft, also zu Beginn dieser Ära des Friedens, der leiblichen Auferstehung.
dann ist das ja ein ganz, ganz starkes Motiv und ein ganz starker Beweggrund, nicht besorgt zu sein, keine Angst zu haben. Im Gegenteil, man kann sich sogar freuen, weil nur diese Märtyrer unter dem Antichristen dieses Privileg empfangen werden, zu Beginn der Ära des Friedens, der leiblichen Auferstehung. Man kann das gar nicht abschätzen, man kann es sich gar nicht vorstellen, was für eine große Gnade das ist. Und dann denke ich noch weiter, wenn das beginnt, wenn dieses Geschenk jetzt schon, also zu Beginn der neuen Ära kommt und beginnt, nicht nur die Auferstehung der Seele, sondern auch die Auferstehung des Leibes, dann kann man sich auch vorstellen, dass alle anderen Religionen, alle falschen Religionen einfach nicht mithalten können. Sie werden, da kann man sich vorstellen, wenn das jetzt beginnt, die leibliche Auferstehung, da keine andere Religion hat das zu bieten, die Auferstehung des Leibes. Das ist der Triumph der christlichen Religion. Und da denke ich mir auch schon deshalb, allein schon deshalb, wie es der heilige Ludwig beschreibt, die Apostel der Endzeit, die großen Apostel, die da kommen werden, wenn die Auferstehung des Fleisches beginnt, welche Macht wird das ausüben, welche Anziehungskraft auf die anderen Religionen? Sie haben das nicht. Christus ist auferstanden. Er hat uns die Auferstehung erkauft. Das allein schon ist der stärkste Grund. Ich glaube, das wird der stärkste Grund sein, das stärkste Motiv für alle anderen Religionen zum christlichen Glauben überzutreten, zurückzukehren. Und das wird der ausschlaggebende Punkt sein. Also ich hoffe und glaube, es wird bald sein. Und es macht mir gibt mir einen solchen Mut und eine solche Zuversicht, das jetzt zu wissen, dass die leibliche Auferstehung schon zu Beginn der Ära des Friedens gegeben werden wird, einigen, wenn auch nicht allen. Das wird der ausschlaggebende Punkt sein für den Triumph der Kirche. Gelobt sei Jesus Christus.